Hallo und willkommen zum ersten Video der Arcando Android YouTube Serie. Wir beginnen mit einer Einführung in Android und wir möchten euch nahebringen, wie ihr mit Java und Googles Mobilbetriebssystem Android faszinierende Apps programmieren könnt. Diese Reihe wird in regelmäßigen Abständen hier auf diesem Kanal veröffentlicht und beginnt mit theoretischen Ansätzen hin zu praktischen Programmierbeispielen und einer Einführung in Android. Wir beginnen heute das erste Video mit einer theoretischen Einführung in Android. Kurz was Allgemeines vorweg. Android wird entwickelt von der Open Handset Alliance, die von Google gegründet wurde, und der erste Release war, wenn ihr das Video recht aktuell schaut, vor ungefähr 8 Jahren. Nämlich am 21. Oktober 2008. Mittlerweile sind wir zum Stand des Videos bei der aktuellsten Version 6.0.1 mit dem Namen Marshmallow angekommen. Die Version wurde am 22. November 2015 veröffentlicht. Und programmieren tut man das Ganze in Java. Das heißt, für dieses Video wäre es natürlich schön, wenn ihr Java-Kenntnisse schon mitbringt. Solltet ihr keine haben, würde ich euch persönlich empfehlen, das Ganze ein bisschen vorher sich reinzulesen, da wir hier davon ausgehen, dass ihr schon ein bisschen Java könnt. Wer Java kennt, wird wissen, dass Java in der Runtime läuft, also eine interpretierte Sprache ist, und Android unterscheidet sich dann nicht sonderlich. Nur, dass hier eine eigene Runtime benutzt wird, nämlich früher war es die Dalvik Runtime, die Google entwickelt hat, heute ist es Art. Das wurde von ein paar Versionen mal ausgetauscht. Art bringt ein paar Vorteile, aber da gehen wir jetzt gar nicht großartig drauf ein. Wen das interessiert, der kann das gerne mal googeln. Da Android auf einem Unix-System basiert, wird natürlich jede App in einer eigenen Sandbox ausgeführt. Daher halt auch die Möglichkeiten, dass man nicht in andere Apps so einfach reingucken kann und auch ein bisschen Sicherheit mitbringt. Linux ist natürlich Multi-User-System, daher ist Android auch ein Multi-User-System. Das merkt man im alltäglichen Leben nicht so ganz. Vor einigen Versionen wurde mal eingeführt, dass man auch mehrere Benutzer auf einem Android-System haben kann, und seitdem merkt man so ein bisschen, dass es halt Multi-User ist. Wenn man zum Beispiel Funktionen von einem Gerät nutzen möchte, wie den Lagesensor oder den GPS oder Internetzugriff, dann würde ich sagen, braucht man natürlich eine Berechtigung dafür. Das System möchte natürlich gerne wissen, was Sache ist. Möchte natürlich auch, dass nicht jede App einfach random irgendwo drauf zugreifen kann. Das Ganze muss man natürlich beantragen im System. Wie das funktioniert, sehen wir später noch in der Tutorial-Reihe. Jetzt reicht natürlich erstmal das theoretische Wissen, dass wir uns damit beschäftigen müssen, beziehungsweise dass wir solche Sachen beantragen müssen, wenn wir aufs Internet zugreifen möchten, Lagesensoren, SD-Karte schreiben oder vieles mehr. Allgemeines kann man noch dazu sagen, ein paar lustige Trivia-Sachen. Die Namensgebung: Google liebt Süßes. Wer die Namen sich mal anguckt, für Android 1.5 zum Beispiel Cupcake, Froyo für Frozen Yogurt, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, neuestens sogar Marshmallow. Das Ganze setzt sich irgendwie mit Süßigkeiten durch. KitKat gab es auch noch und Jellybean. Also da sind noch einige Namen und die werden auch so weitergehen. Auch eine lustige Trivia ist, woher der Name der Flagship-Reihe von Google kommt, nämlich der Nexus-Reihe, Googles Entwicklertelefone, und die mit dem saubersten und reinsten Android-Betriebssystem drauf heißen Nexus-Geräte, und das kommt aus dem Film Blade Runner bzw. dem Buch Do Androids Dream of Electric Sheep. Wer es nicht kennt, nicht so schlimm, aber es geht um eine Welt voller Roboter, die menschlich sein möchten. Und da drin gibt es jemanden, so einen Kopfgeldjäger, und der soll halt 6 von diesen Droiden, die Menschen übertreffen wollen, den besten jagen. Und das sind zufälligerweise die Nexus 6 Droids. Hier ist ganz lustige Trivia, dass Google seine eigene Flagship-Reihe, die technisch sehr gut ist, mit den Nexus 6 Droiden aus dem Film Blade Runner oder dem Buch vergleicht. Bisschen Trivia am Rande, wenn euch jemand fragt, ihr habt sowas mal gehört, dann kann man immer bei Nerdgesprächen abends beim Bierchen vielleicht ein bisschen darauf mal was raushauen. Gut. Kommen wir ein bisschen mal jetzt zu dem eigentlichen technischen von Android. Es gibt quasi 4 App-Bausteine, die Komponenten. Das ist einmal die Activity. Activity ist eigentlich so das, was sie immer direkt startet. Nichts läuft ohne Activities. Das ist quasi eine einzelne Ansicht, eine App mit einem eigenen UI. Wenn ihr irgendwo auf einen Button drauf drückt und ihr seht was Neues, dann wird das meistens durch Activities bzw. durch Fragments. Das ist so ein Subbaustein von Activity. Gehen wir auch in der Reihe natürlich gerne drauf ein, realisiert.
Es gibt Services, das sind zum Beispiel Background Tasks ohne UI. Wer Spotify nutzt, der weiß, ihr könnt die Musik im Hintergrund laufen lassen, während die andere App nutzt. Das wäre zum Beispiel ein Service. Es gibt Content Provider, die zum Beispiel Möglichkeiten haben, auf Daten zuzugreifen. Dazu gehört eine SQL-Datenbank, andere persistente Speicher wie die SD-Karte, den internen Speicher und alles, was euch so dazu einfällt, was es in dem System halt gibt. Und als vierte Komponente haben wir den sogenannten Broadcast Receiver. Das ist jemand, der fängt System-Broadcasts. Zum Beispiel, jede Minute gibt es einen Tick ins System, jede Sekunde gibt es einen Tick. Wenn ihr eine Stoppuhr baut, wollt ihr nicht jede Sekunde selber mittracken und irgendwelche Loops haben, sondern ihr greift einfach diese Sekunden, Millisekunden ab, was ihr vom System braucht und nutzt die Systemszeit. Zudem könnt ihr auch auf Events hören, wie Bildschirm geht an, Bildschirm geht aus, Location Change, also wenn das Handy sich bewegt, Rotationen. Passt schon, da kann man sich sicherlich vieles bei ausdenken. Das Ganze hat natürlich auch keine UI, darf aber unter Umständen halt auch Benachrichtigungen senden, sprich irgendwie Services starten zum Beispiel oder anderes. Wenn jetzt Activities, gehen wir da mal zurück, wenn ihr Activities habt, gibt es die Möglichkeit, zwischen diesen zu wechseln. Der ganze Wechsel passiert durch sogenannte Intents. Ein Intent ist eine Nachricht, die benutzt wird, um eine Komponente zu starten. Wir erinnern uns zurück, eine Seite vor, das sind die Komponenten. Die können wir alle mit Activities, mit Intents starten. Und man kann auch die Intents nutzen, um Daten von einem Activity zur nächsten weiterzugeben. Und ja, auch über die Intents kann man halt auch Ergebnisse zurückliefern. Sprich, ich starte einen Service und der Service kann mit meiner Activity wieder kommunizieren und hin und her. Jede Activity hat einen Lifecycle, den habe ich hier mal ein bisschen als Bild rauskopiert von Android-Developer-Seite. Quasi eigentlich ganz simpel. Wir haben vier Zustände. Eigentlich, er läuft, er ist pausiert, die Activity ist gestoppt oder sie wurde beendet. Wie ihr euch hier so durchnavigieren könnt durch die Grafik, das seht ihr ja. Ihr geht einfach von oben rein. Das sind die Methoden. Die müssen in einer Activity immer vorhanden sein. Werden der Reihe nach, wie sie in der Grafik sind, eigentlich ausgeführt. Also hier wäre vielleicht ein guter Punkt, vielleicht mal das Video kurz zu pausieren und sich die Grafik mal genau anzugucken. Das hilft schon ganz viel, um zu verstehen, wie so eine Activity abläuft. Und so diesen Lifecycle durchläuft eigentlich jede Activity, das wird garantiert. Ein Beispiel dazu finden wir, glaube ich, im dritten Teil der geplanten Reihe. Da geht es dann einfach mal darum, diese Methoden einfach mal alle aufzumachen, alle mal zu gucken, was passiert und die Ausgaben in der Konsole zu sehen, also nichts Weltbewegendes. Zu jeder Activity gehört ein zu jeder App gehört ein Manifest. Das befindet sich im Root-Verzeichnis der App. Das kann man auch machen, wenn man die APK-Datei hat und die einfach mit dem ZIP-Archiv als ZIP-Archiv öffnet. Denn sieht man schon manifest.xml und da sind halt super Informationen drin, zum Beispiel mit welchem minimales SDK die App läuft. Ihr könnt halt bestimmte API-Versionen oder Android-Versionen ausklammern, wenn ihr zum Beispiel wollt, dass es erst ab API 16 läuft und nicht auf Android 2.3.3, was API 10 wäre. Könnt ihr das einfach da reinschreiben und sagen, oh, die minimalste Version ist, ich sag jetzt mal, 17. Und alles darunter sieht das gar nicht im Play Store, wenn ihr eure App veröffentlicht. Target-SDK ist das, mit dem ihr kompiliert. Das Ganze ist quasi euer Compile-Target. Permissions, das sind die Zugriffsrechte, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, auf die Funktionen und alles, was dazugehört. Beschreibt auch zusätzlich noch natürlich noch Komponenten, die XML-Datei, wie zum Beispiel jeder Service muss da drin registriert sein, jeder Broadcast-Receiver muss da drin registriert sein, jede Activity muss da drin registriert sein. Alles, was da drin nicht steht, kennt die App nicht und wenn ihr darauf zugreifen wollt, gibt es Fehler. Zudem ist das Package von Java, jeder kennt ja Java, wird in Packages organisiert, als eindeutiger Identifier zu verstehen für die App. Über dieses Package könnt ihr später eure App auch im Play Store finden, wenn ihr sie hochgeladen habt. Zusätzlich wird ja auch die Interaktionsschnittstelle beschrieben, sprich, wenn ihr irgendwie auf was hören möchtet, wie zum Beispiel mit dem Broadcast, wenn ihr irgendwas empfangen möchtet, sprich, eure App kann irgendwelche Daten verarbeiten, die aus Telegram kommen, aus WhatsApp kommen, klickt an, will ein Bild als Galerie zum Beispiel und ihr sagt, hey, ich möchte gerne, dass ich Bilder öffnen kann, könnt ihr es auch im Manifest natürlich festlegen und dann könnt ihr über das Manifest heraus auch genau sagen, so sieht's aus und ich kann damit umgehen und dann würdet ihr eure App auch in der Liste der Apps auftauchen, mit die damit öffnen können. Wir werfen auch später noch in der Reihe natürlich einen Blick ins Manifest, wo man die ganzen Sachen auch im XML-Code schon mal sieht. Das hilft auch, finde ich, immer viel, um mal zu verstehen, was ist das Ganze.
machen wir jetzt hier nicht. Wie gesagt, hier ist jetzt nur der theoretische Teil und wir springen weiter zu den Intents. Die können wir nämlich klassifizieren in den expliziten Intent und den impliziten Intent. Explizit ist recht simpel erklärt, mir ruft gezielt irgendein Teil eurer App auf. Ganz gezielt. Mal mit dem Klassennamen als Identifier, das möchte ich aufrufen. Der implizite Intent zum Beispiel ist schon ein bisschen unspezifischer. Da wird nicht genau etwas aufgerufen. Ihr gebt quasi an, was ihr habt für Daten, für einen Typ. Zum Beispiel, ich möchte ein Bild öffnen. Dann ruft ihr in das System herein, hey, ich möchte gerne ein Bild öffnen oder ein Bild teilen. Und das System stellt euch eine Liste von möglichen Apps bereit. Die kennt ihr sicherlich auch, wenn ihr Android nutzt. Da steht zum Beispiel WhatsApp drin, E-Mail kann das teilen, ihr könnt das per Dropbox hochladen. Ich weiß nicht, was auf eurem Mobiltelefon alles ist. Und ja, wenn ihr euch dafür registrieren möchtet, wie gesagt, der Intent-Filter muss dazu immer nicht festgelegt werden. Eine App bestimmt eure Ressourcendateien. Ressourcen bei Android sind Bilder, als PNG zum Beispiel, Texte in Form einer XML, die definiert werden, so eine Strings-XML, die enthält ein Key-Value-Pair für die Texte, die auch lokalisiert werden können. Und das wird alles nicht im Quellcode definiert, das wäre halt blöd, gerade wenn ihr lokalisieren wollt in 20 verschiedene Sprachen. Ich stelle mir gerade so eine riesengrange If-Switch-Abfragen-Gedöns vor bei jedem String, den ihr anzeigen wollt, unschön. Daher alles extern in XML. Layouts werden auch zum Beispiel unterschieden nach Portrait, Landscape und Auflösung. Strings XML habe ich eben erwähnt, wir können auch Farben festlegen in der Colors XML, wir haben eine Styles XML, da können wir Styles festlegen. Da ist eigentlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt, die Lokalisierung passiert halt in diesen XML-Dateien, sprich ihr habt eine Strings für Deutsch, ihr habt eine Strings für Englisch und ihr habt eine Strings für Französisch. Englisch legt ihr als Default fest und wenn ein deutsches Gerät kommt, wird Deutsch benutzt, wenn ein französisches kommt, wird Französisch benutzt. Für alle anderen Geräte wird Englisch angezeigt, weil Englisch Fallback bzw. Default ist. Und in Java könnt ihr einfach auf die Strings direkt zugreifen, ihr definiert die in der XML. Sobald ihr es abspeichert, läuft die Android Resource Compiler durch im Hintergrund. Erstellt euch halt ein statisches Objekt, das wird hier irgendwie bei Android immer mit R benannt. Und aus dem statischen Objekt heraus könnt ihr halt sehen, hey, wir haben hier diese Möglichkeit und das sind die Strings und dann könnt ihr die direkt nutzen. Das wird auch gleich in der App dann halt verarbeitet. Wenn ihr es kompiliert, ist es halt schon drin. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Android ist wahnsinnig vielseitig, es bietet hunderte Möglichkeiten, tausende von Diensten, die einbinden können. Alleine schon von Google habt ihr Analytics zum Verhalten der User, Play Services. Da fällt zum Beispiel drunter irgendwelche Achievements in Games, Leaderboards, Google Billing, um In-App-Käufe durchzuführen oder Allgemeinverkäufe, Google Maps, Google Cloud Messaging. Auch andere Möglichkeiten bietet Android wahnsinnig viel. Ihr könnt die Kamera nutzen, um irgendwas abzufilmen, Animationen zu erzeugen, RenderScript als Konkurrenzprodukt oder Parallelberechnungsunit auf Android, sprich CUDA ist, glaube ich, das Gegenstück von NVIDIA oder OpenCL. Ist das die offene Lösung, die auch Apple halt viel nutzt. Ihr habt OpenGL-Support bis mittlerweile Version 3.0 von Embedded Systems OpenGL. Ihr habt Sensoren, GPS, Lage, Magnet, Beschleunigungssensor, Lichtsensorik. Ihr habt Bibliotheken drin wie OpenCV, HTTP Client, MongoDB, CouchDB, Spring Framework, ORM Mapper. Ihr könnt da reinladen eigentlich quasi fast jede Java-Bibliothek und jeder, der hier gelandet ist, weiß hoffentlich, wie mächtig Java mittlerweile ist. Am Ende bleibt mir quasi nur zu sagen, viel Spaß mit Android und der Tutorial-Reihe. Das wird halt hier, wie gesagt, weitergehen. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen Eindruck gekriegt, was euch demnächst erwartet. Viele dieser Themen werden wir ansprechen. Und das Ganze auch natürlich in praktischen Beispielen mit Live-Programming alles unterstützen. Ansonsten einen schönen Tag und bis dann. Tschüss.